In diesem Slidecast lernen Sie die sozialpolitischen Rahmenbedingungen der Sozialwirtschaft kennen. Sie lernen, wie das Leistungsspektrum des Sozialstaats organisiert ist, welche Inhalte und Struktur das Sozialgesetzbuch hat, welche Rolle der dritte Sektor zwischen Markt und Staat spielt und wie die Sozialwirtschaft in Deutschland einzuordnen ist. Die verfassungsrechtliche Grundlage für den Sozialstaat bildet das Grundgesetz. Nach Artikel 20 des Grundgesetzes ist die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Der Rechtsstaat dient dem Schutz des einzelnen Bürgers. Der Sozialstaat dient dem Wohle aller und kann Einschränkungen der Freiheit Einzelner herbeiführen. Der Schutz des Einzelnen und der Anteil aller am Wohlstand werden im sozialen Rechtsstaat vereint. In dieser Abbildung werden die Grundprinzipien der Sozialpolitik deutlich. Die Eigenverantwortung als Sicherung von Freiheitsrechten und privatem Eigentum. Die Solidarität zum Ausgleich von Risiken und die Subsidiarität als vorleistungsfreie Gewährung der Leistungen der sozialen Sicherung. Der Staat ist nach dem Sozialgesetzbuch verpflichtet, Fürsorgeleistungen, Versorgungsleistungen und Versicherungsleistungen in ausreichendem Maß für die Bürger zur Verfügung zu stellen. Zur Refinanzierung dieser Leistungen zahlen die Bürger Beiträge und Steuern an den Staat. Die verfassungsgemäße Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne des Grundgesetzes entsprechen. Artikel 1 Sozialgesetzbuch 1 besagt, dass das Recht des Sozialgesetzbuches zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen gestalten und soziale sowie erzieherische Hilfen in ausreichendem Maß bereitstellen soll. Hierzu sind in den verschiedenen Büchern des Sozialgesetzbuches Fürsorge, Vorsorge und Versicherungsleistungen geregelt. Das SGB I stellt den allgemeinen Teil dar und beschreibt allgemeingültige Regelungen für das gesamte Gesetzbuch. Das SGB II beinhaltet Regelungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende. Das SGB III beinhaltet die Arbeitsförderung. Im SGB IV werden allgemeine Vorschriften für die Sozialversicherung geregelt. Die gesetzliche Krankenversicherung wird in SGB V abgebildet. SGB VI beinhaltet die gesetzliche Rentenversicherung. In SGB VII wird die gesetzliche Unfallversicherung geregelt. Es folgt das SGB VIII zur Kinder- und Jugendhilfe und das SGB IX zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. Im SGB X befinden sich die Regelungen zu den Verwaltungsverfahren. Die soziale Pflegeversicherung ist Inhalt von SGB XI. Abschließend widmet sich SGB XII der Sozialhilfe. Der dritte Sektor, zwischen Markt und Staat, produziert meritorische und öffentliche Güter, ist durch ein Miteinander von Markt, Staat und gemeinschaftlicher Arbeit geprägt und wird oftmals als Non-Profit-Sektor oder tertiärer Sektor bezeichnet. Auf der Makroebene ist das Wohlfahrtswesen organisiert. Auf der Mesoebene sind öffentliche und freie Träger aktiv. Auf der Mikroebene befinden sich die einzelnen Einrichtungen bzw. sozialen Dienstleistungsunternehmen. Sozialwirtschaft umfasst Produzenten sozialer und gesundheitsbezogener Dienstleistungen. Dies beinhaltet Leistungserbringer und Kostenträger der Branche. Innerhalb der Sozialwirtschaft sind sowohl Non-Profit-Organisationen als auch For-Profit-Organisationen tätig. Sie beinhaltet zudem formelles und informelles Engagement. Sozialwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil öffentlicher und privater Daseinsvorsorge. Charakteristisch für die Sozialwirtschaft ist die enge Zusammenarbeit zwischen Markt, Staat, drittem Sektor und Gemeinschaften. Die Leistungserbringung innerhalb der Sozialwirtschaft ist durch das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis geregelt. Akteure im sozialrechtlichen Dreieck sind die Kostenträger, Leistungserbringer und die Leistungsempfänger. Zwischen dem Kostenträger und dem Leistungserbringer werden Auftrag und Vergütung vertraglich vereinbart. Leistungserbringer und Leistungsempfänger vereinbaren Art und Umfang der Leistung miteinander, zum Beispiel in einer Betreuungsvereinbarung. Zwischen dem Leistungsempfänger und dem Kostenträger bestehen sowohl der Leistungsanspruch aus dem SGB als auch die Beitragsanforderungen. Sie sehen ein Beispiel aus der gesetzlichen Krankenversicherung. § 1 SGB V besagt, die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern. Als Krankenhaus befindet sich die Soteris Klinik Nord als Teil des dritten Sektors zwischen Markt und Staat. Die rechtlichen Grundlagen für das Krankenhaus sind im Wesentlichen im SGB V geregelt.
Dementsprechend ist der Patient im sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis der Leistungsempfänger. Er ist in einer Krankenversicherung versichert, zahlt dort Beiträge ein und erhält einen Anspruch auf Behandlung im Krankheitsfall. Die gesetzliche Krankenversicherung als Kostenträger hat der Soteris Klinik Nord die Zulassung als Krankenhaus erteilt. Über diverse Zwischenschritte wurden die zu erbringenden Leistungen und deren Vergütung vereinbart. Im Krankheitsfall sucht der Patient das Krankenhaus auf, er zeigt seine Krankenversicherungskarte vor und erhält die notwendige Behandlung. In diesem Slidecast haben Sie gelernt, was sozialpolitische Rahmenbedingungen von Sozialwirtschaft sind, wie das Leistungsspektrum des Sozialstaats organisiert ist, wie Inhalte und Struktur des Sozialgesetzbuches aufgebaut sind, welche Rolle der dritte Sektor zwischen Markt und Staat spielt und wie Sozialwirtschaft in Deutschland einzuordnen ist.